Ja, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Trash Götterdämmerung. Wir haben in der letzten Folge noch ein bisschen was an unserer Ausrüstung und unseren Stats geändert. Wir haben Osh und Milton hierher gebracht. Ich hätte gern noch 5 mehr Stärke. Ich hätte gern noch hier Schwarzmagier. Und ich hätte gerne noch... Ja, das würde mir eigentlich schon reichen. Also 5 mehr Stärke und Schwarzmagier. Weil auf einen schwächeren Feuerball, damit kann ich leben, ist mir egal. Weil die Eislanze ist ja auch in Ordnung. Und... Also ist ja im Prinzip der gleiche Zauber. Was wir machen könnten, fällt mir gerade ein, wir könnten mal das hier rausnehmen. Das hier hinpacken. So, so, so. Den Feuerball mal auf die 3 legen. Was macht der? 15 bis 30, die Eislanze auch. Und das macht auch 15 bis 30. Dann machen wir so einfach. Ja, ich glaube, das ist in Ordnung so. Fleisch brauchen wir eh nicht. Wir haben mehr als genug Heiltränke hier, 104 Stück. Und die bringen ja hier auch 50%, also ganz entspannt. So, dann Gorn. Gibt's was Neues, Gorn? Warum siehst du so unruhig aus? Ach, lass uns einfach nach Trelis ziehen und ein paar hundert Orks umhauen. Ich glaube, so viele sind da nicht. Erst brauche ich Informationen, Gorm. Was weißt du über Torus' Pläne? Pah, frag Milton. Der weiß mehr als ich. Weißt du, wo Torus ist? Sein Gesicht wird bald an meiner Stiefelsohle kleben. Aber dazu muss Milton uns erst sagen, wo er ist. Red du mal mit ihm. Ich verstehe kein Wort von dem, was er da sagt. Und die Zeit wird langsam knapp. Aha. Also müssen wir mit Milton reden. Der jetzt hier am Feuer rumsitzt. Weißt du, wo wir Torus finden können? Er wird bei seinen Magiern sein. Was für Magier? Torus hat hart für diese Sache gearbeitet. Nachdem er mir das Auge Innos abgenommen hatte, hat er sich mit 6 äußerst mächtigen Magiern verbündet. Was kannst du mir über sie sagen? Nicht viel, nur dass sie durch und durch böse sind. Einer von ihnen, der mächtigste, scheint die anderen zu kontrollieren. Aha, natürlich. Wozu braucht er sie? Er brauchte böse Herzen, um das Auge Innos zu korrumpieren. Mich hat er nur da behalten, falls irgendwas schiefläuft. Aber ich bin mir sicher, dass er mich früher oder später umgebracht hätte. Dann hätte ich ihn so fertig gemacht, dass er um den Tod gebettelt hätte. Kannst du mir sonst noch was sagen? Die Magier benutzen das Auge jetzt, um die wohl mächtigste Bestie in ganz Myrtana zu beschwören. Das ist auch ein schöner Trost für Milton, dass Torus dann leidet. Super, er hat da viel von, wenn er tot ist. Kann man diese Bestie irgendwie vernichten? Ohne das Auge Innos ist das unmöglich. Die Bestie ist durch das Auge in unsere Welt gekommen, also kann sie auch nur durch das Auge vernichtet werden. Um an das Auge zu kommen, wirst du dich allerdings erst um die Magier kümmern müssen. Klingt nach einer spaßigen Angelegenheit. Willst du mitkommen? Klar. Na dann mal los. Eins noch. Worum geht's? Du kannst das Auge nicht behalten, wenn die Bestie besiegt ist. Warum? Warum können wir es nicht behalten? Wir könnten damit viel Gutes tun. Das Auge Innos sollte nie in die Hände von Menschen gelangen. Es ist viel zu mächtig. Und Macht, die man nicht kontrollieren kann, wird immer zu Zerstörung führen. Dies könnte unser größter Kampf werden, aber eins weiß ich sicher. Es ist doch kompletter Quatsch. Nichts von all dem ergibt irgendeinen Sinn. Das Auge Innos war doch eigentlich nur dafür da, damit man mit Drachen kommunizieren konnte. Es wurde ja sogar gesagt, dass Innos den Menschen dieses Amulett gegeben hat und nur der Auserwählte kann es überhaupt benutzen. Für alle anderen bringt es halt nichts. Wie also soll man mit dem Auge Innos irgendetwas beschwören können? Das geht schon mal nicht. Schon gar nicht irgendwas Böses. Zweitens hatte ich ja sogar recht damit, dass Torus jetzt irgendwas plant. Oder also nicht geplant, das wurde ja sogar gesagt, aber dass er jetzt irgendwas gemacht hat. Irgendwas, ne? Und dann müssen wir das auch noch beseitigen. Drittens, das Auge ist viel zu mächtig und hätte niemals in die Hände von Menschen geraten dürfen, aber Innos hat es doch den Menschen gegeben, freiwillig, absichtlich. Viertens, die Macht der Götter wurde doch in Gothic 3 von der Erde entfernt. Es gibt ja nichts, gibt ja niemanden mehr. Das Auge, was auf Runenmagie basierte, war ja sowieso für den Arsch.
weil die Runenmagie ja weg ist, von Xardas entfernt wurde. Die kam auch nicht mehr wieder, weil die war ja in dem Fokus gebannt. Und mit der Energie dieses Fokus haben wir ja die große Schmelze in Nordmar angeheizt und damit war die Energie futsch. Also ließ sie sich auch sicherlich nicht mehr zurückholen. Also ergibt gar nichts von dem, was Milton gerade gesagt hat, auch nur ansatzweise irgendeinen Sinn. Wir müssen zu dieser Bestie. Wo wird sie erscheinen? Ein so mächtiges Wesen kann, wenn es so beschworen wird, überall in Multana erscheinen. Können wir irgendwie rausfinden, wo es auftauchen wird? Nein, die Bestie wird schlafend erscheinen und auch noch eine Weile weiter schlafen. Warum schläft die Bestie? Sie lernt in dieser Zeit, wie sie ihre Macht in unserer Welt einsetzen kann. Wie lange wird sie schlafen? Das lässt sich nicht genau sagen, da es von den Fähigkeiten und der Macht des Magiers abhängt, der sie herbeigerufen hat. Und eine so mächtige Bestie wurde noch nie zuvor beschworen. Ach so, der Schläfer ist also... Also ist jetzt irgendwie die Reinkarnation des Schläfers, aber halt noch viel mächtiger als der Schläfer, oder was? Glaubst doch wohl selber nicht, Milton. Wird Taurus wissen, wo die Bestie erscheint? Nein. Und was ist mit den Magiern? Müssten sie nicht wissen, wo die Bestie auftaucht? Nein, nicht einmal sie wissen es genau. Warum nicht? Die Bestie ist zunächst nur eine immense Macht und die wird sich einen geeigneten Platz in unserer Welt suchen, um dort Fuß zu fassen. Niemand, auch kein Magier, ist mächtig genug, um eine solche Energie zu lenken oder zu kontrollieren. Die Magier werden allerdings die Plätze kennen, an denen sich die Bestie am wahrscheinlichsten niederlässt. Kennst du diese Plätze auch? Nein, aber ich weiß, dass der Beschwörer eine Karte besitzt. Die dürfte sehr hilfreich für uns sein. Wenn du mir die Karte besorgst, kann ich dir die Plätze zeigen. Warum prügeln wir die Informationen nicht einfach aus ihm raus? Das wird nicht funktionieren. Die Magier haben mit Sicherheit einen Zauber auf sich gesprochen, der sie daran hindert, irgendetwas über ihren Plan zu verraten. Klar, natürlich. Das ist ja wirklich komplett an den Haaren herbeigezogen. Taurus hat unglaublichen Schrecken über das Land gebracht. Wir müssen ihn finden, dann wird er für seine Taten büßen. Er wird sterben, und zwar heute noch. Folge mir. Du führst, wir folgen. Aha. Ja, jetzt dürfen die Paladin auch alle hier rein, ist gar kein Problem. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Ich weiß, also wir rennen jetzt einfach Milton hinterher und Milton macht das schon. Ich interessiere mich jetzt auch nicht mehr für die Paladine, ist mir völlig komplett egal. Sollen die noch mitkommen oder sollen es bleiben lassen? Also, wie kann man sich, also das ist ja wirklich schlechter, als wenn man sich's einfach direkt aus dem Hinterteil gezogen hätte. Wie kann man sowas schreiben? Da hat doch niemals, also wer auch immer das geschrieben hat, hat doch kein Gothic gespielt. Selber. Oder auch irgendwie mal eine Zusammenfassung der Geschichte von Gothic 1 bis 3 gelesen. Man muss es ja nicht mal selber gespielt haben. Es reicht ja, also was heißt es reicht? Es wäre besser, wenn man es mal selber gespielt hätte, aber es würde ja reichen, wenn man eine Zusammenfassung einfach sich ergoogelt hätte und die gelesen hätte, aber nee. Ja, sind die jetzt in der Höhle der Korndiebe? So, hinter den Korndieben. Sind die da jetzt wirklich in dieser Höhle? Da sitzt doch ein Wassermagier davor, hatte die nicht aufgehalten. Haben die den umgebracht? Was ist mit dem? Sitzt der da jetzt einfach noch und hat die einfach an sich vorbeilatschen lassen? Ja, die Paladine. Ah doch, da kommt einer. Guck mal. Kommen noch mehr oder bist du der Einzige? Ich würde sagen, das ist der Einzige. Cool. Wir haben also einen Mann zur Unterstützung. Eigentlich hätten wir wie viel haben sollen? 8. Und theoretisch sollte ja hier auch noch der Wüstendulli sitzen. Ja, der chillt hier einfach rum. Hat ihn gar nicht interessiert, dass hier irgendwelche Leute, irgendwelche Magier reingehen und irgendwas beschwören wollen. Ist alles egal. Also rein theoretisch sollten wir, glaube ich, jetzt zum ersten Mal überhaupt hier hinkommen. Das heißt, wir hätten jetzt theoretisch erst diese Rüstung kriegen sollen, weil der dann halt als letztes hier sitzt.
Ich mach das mal so. Ich hack dich in Stücke. Bleib stehen. Na warte. Jetzt wirst du. Gut gemacht. Jetzt habe ich Milton eingefroren. Perfekt. So, das war's mit dir. Ja, perfekt. Und jetzt rastet Milton aus und greift mich. Tötet mich. Ja, sicher. Ja, das habe ich jetzt davon. Weil ich aus Versehen Milton eingefroren habe. Cool. Cool Spiel. Wirklich cool. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Ich weiß es nicht. Im Zweifelsfall nicht in dieser Höhle. Doch, ich habe sogar hier in der Höhle gespeichert. Ist ja der Wahnsinn. So, dann machen wir das jetzt aber direkt so. Packen das dann direkt hier auf den drauf. Ja, wir hören sofort auf damit. Ist kein Problem. Milton, geh mir doch aus dem Weg. Ich will dich jetzt nicht noch mal aus Versehen angreifen. Wenn ich aus Versehen den Paladin angreife und töte, ist mir das egal, aber... Ja, natürlich geht das auch einfach daneben. Hab ich dich. Ja, du. Genau, du hast das gemacht, Milton. Du hast alle umgebracht. Das ist die Höhle, in der sich der Bote versteckt hält. Ach was. Ich mach dich fertig. Hä? Wen machst du jetzt fertig? Keiner weiß es. Er macht irgendwen fertig. Er kommt auch jetzt einfach nicht mehr mit, also... Ich töte mal die Schlangen hier. Habe ich gerade Bock drauf. Weiß auch nicht, wieso jetzt hier schon wieder so viele Schlangen sind. Warum ich jetzt hier runterrutsche, weiß auch niemand. Ich töte die Schlangen doch nicht. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Muss ich erst mit denen reden? Ich gehe eigentlich mal davon aus, dass ich nicht mit denen reden muss. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Du solltest mich besser nicht stören. Ah, du. Ich habe dich schon erwartet. Los, du Penner, rück das Auge raus. Das Feuer in deinen Augen gefällt mir. Dir fehlt das, was Torus zur Genüge hat. Die Gier nach Macht. Dir bedeutet Macht nichts. Und darauf kommt es an, wenn man sich etwas so Mächtiges wie das Auge Innos zunutze machen will. Da fehlt auch einfach das Runtergepitsche von der Stimme. Was willst du damit sagen? Du kannst mit dem Auge Dinge tun, von denen Torus nicht mal träumen kannte. Ich sehe deine Träume in deinen Augen. Deine Träume für Myrtana. Was?
Ich sehe auch, dass ein Teil von dir das Auge für sich will. Aber nicht aus dem Grund, aus dem Torus es haben möchte. Genau wie ich glaubst du, dass die Bewohner von Myrtana nicht fähig sind, ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Sie brauchen Leute wie uns, die sie lenken und ihnen den Weg weisen. Dein blödes Geschwätz geht mir langsam auf die Nerven, es reicht. Ich biete dir an, dir die Macht des Auges mit mir zu teilen. Wie komme ich denn zu dieser Ehre? Noch kann ich die volle Macht des Auges nicht nutzen. Und ich weiß, dass Torus mich töten wird, bevor mir das gelingt. Du bist dann töte doch Torus. Mit Ehre, mit Weitsicht. Du siehst die Vorzüge, die es hat, wenn wir uns die Macht des Auges teilen. Mit ihm werden wir Myrtana auf nie zuvor gekannte Weise verändern können. Denk doch nur mal an die endlosen Möglichkeiten. Du wolltest diese Macht doch. Du wolltest Veränderungen. Oder etwa nicht? Die Macht des Auges ist zu groß. Niemand kann sie kontrollieren. Hat dir das dein Freund Milton erzählt? Er ist ein Magier. Er will die Macht des Auges doch nur für sich selbst. Es reicht, Magier. Rück das Auge raus, sonst muss ich es dir abnehmen. Ich habe wohl meine Zeit mit dir vergeudet. Zeit zu sterben, du armseliger Trottel. Du wirst sterben! Ach, es geht um den Kampf! Die chillen einfach, das interessiert die gar nicht. Und der wollte anstatt... Na, das ist auch egal. Dunkler Beschwörer. Auge Innos. Das Auge Innos hat die Macht, die Bestie zu vernichten. Karte des Beschwörers. Und zwei verschiedene Mana-Tränke, cool. Ja, Truhe des Beschwörers, die haben wir schon mal irgendwann aufgemacht. Weil die auch schon da war, aus irgendeinem Grund. Und ja... Es ist alles so dumm, ich töte euch jetzt auch noch. Und warum? Weil ich's kann. Bleib stehen! Gut gemacht! Da ist ein Gift dabei, das hätte ich gerne. Brauchst zwar nicht. Ich werde es auch niemals benutzen. Aber ich nehme es trotzdem mit. Ach komm, hier, das nehme ich auch alles mit. Doch, du bist sogar noch viel schlechter, Kollege. Gut. Das war ja spannend. Warum haben uns diese Magier nicht mit angegriffen? Warum schwebt hier eine Axt? Es ergibt alles keinen Sinn. Milton. Achso, warte mal. Wir gucken uns erstmal die Karte von diesem Typen an. Okara, Tempel von Tredes, Nemora und Redox sind eingedingst. Wo ist Torus? Er muss nach Trelis geflüchtet sein. Schön, dass es alle die Gruppe verlassen. Ach, Gorn, Lee und Osh waren eigentlich auch mit dabei. Keine Ahnung, wo die abgeblieben sind. Ist ja auch egal. Ja, ich hab sie. Zeig mir, wo die Bestie ist. Verdammt. Hier sind mehrere Orte markiert. Dann muss ich wohl alle überprüfen. Ja, wir helfen dir. Wenn wir uns aufteilen, geht es schneller. Warte mal. Ich habe erst noch ein paar Fragen. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob die Fragen alle beantwortet werden, die sich so generell stellen. Auch, dass Milton sagt, ah verdammt, hier sind mehrere Orte markiert. Ja, aber das hast du doch selber gesagt, dass
die wahrscheinlichen Orte markiert sein werden auf der Karte. Glaubst du, der Magier hat die Bestie beschwören können? Ja, es sieht alles danach aus. Hast du irgendeine Ahnung, wo sie aufgetaucht sein könnte? Nein, ich war nicht Teil der Beschwörung. Von daher habe ich auch keine Ahnung, wo die Bestie sein könnte. Du hast den Beschwörer gesehen. Glaubst du, er war mächtig genug, um für einen kurzen Schlaf der Bestie zu sorgen? Er mag zwar sehr mächtig gewesen sein, aber die Bestie ist das mächtigste Wesen, das je in Myrtana herbeigerufen wurde. Wie lange sie schlafen wird, kann niemand mit Sicherheit sagen. Woher weißt du das eigentlich, Milton? Dass das das mächtigste Wesen ist, das jemals in Myrtana herbeigerufen wurde? Denn Korinnes, die Insel, zählt ja zu Myrtana. Also die liegt ja im Hoheitsgebiet von Myrtana. Das heißt, sie ist auch Myrtana. Das wiederum heißt, der Schläfer wurde in Myrtana herbeigerufen. Zwar vor, weiß ich nicht wie viel, war das 1000 Jahre oder so? Von den Orks. Und der war ja schon ziemlich mächtig. Aber jetzt, dieses Ding soll jetzt noch mächtiger sein, was auch immer es für eine Bestie sein mag. Naja, schauen wir mal weiter. Gut, dann werde ich jetzt nach der Bestie suchen. Wir kommen mit dir. Nein, du musst mit Gorn nach Vengard. Warum? Wir sollten dir bei der Suche helfen. Ihr könnt mir am besten helfen, indem ihr Vengard beschützt. Sammelt sämtliche Truppen. Uns steht die größte Schlacht in der Geschichte Myrtanas bevor. Aber gegen die Bestie wirst du unsere Hilfe brauchen. Mach dir mal keine Sorgen. Ich habe Übung im Kampf gegen große Viecher. Meine Kämpfe gegen den Schläfer und den untoten Drachen haben mich auf diesen Tag vorbereitet. Ich werde mit dieser Bestie schon fertig. Ihr werdet woanders dringender gebraucht. Gut, wir sehen uns im Thronsaal von Vengard wieder. Und das war's jetzt. Also töte die Bestie ist jetzt dann unsere neue Quest. Und für eine Myrtana haben wir auch immer noch. Aber wir hatten ein Level-Up. Das heißt, wir könnten jetzt nochmal in Vengard Schwarzmagier lernen. Ich glaube, das machen wir auch nochmal gerade. So, dann müssen wir zum Tempel von Tredis, Okara, Nemora und Redok, je nachdem, wo das Vieh dann ist. Und dann müssen wir es töten. Ich bin mir relativ sicher, dass die Zeitblase und Blitzbeschwören durchaus ausreichend sein müssten, um das zu erreichen. Was ich mich auch schon die ganze Zeit frage, ist, diese beiden Drachen, wo kamen die denn her? Guck mal, hier sind jetzt die Leute. Hans. Von dem könnten wir noch irgendwas lernen. Gorn. Lee. Erstmal Pause machen. Die sind jetzt alle hier. Ich will aber nochmal zu... Wer bist du? Immanuel Kant. Guck mal, wir können uns auch Armee der Finsternis bei dem kaufen und nochmal Meteor. Naja, ich will... Bring mir etwas über alte Magie bei. Schwarzmagier werden. Ich bin bereit, ein Schwarzmagier zu werden. Weiter so. Weiter so. Sagte der Feuermagier, als er uns beibrachte, ein Schwarzmagier zu werden. Er gibt auch wenig bis gar keinen Sinn, aber meinetwegen. So, was machen wir jetzt mit den zwei übrigen Lernpunkten? Wir könnten zwei Stärke lernen damit. Ach, das ist ja eigentlich perfekt. Machen wir das. Weil, ist ja sowieso egal. Hast du nichts zu tun? Nee, bei Gorn war. Ich denke drüber nach. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Mhm. Und es kommt noch nur schon. Weiter so. So, aber damit haben wir jetzt 200 Stärke. Und dann können wir theoretisch, was wir zwar niemals benutzen werden, aber wir können jetzt dieses Schwert hier nutzen. Lassen wir uns. Hau bloß ab, sagt Gorn. Es ist so dumm. Na bitte, geht doch. Ja, rastet doch bitte nicht so aus. Ist doch okay. Oh mein Gott. So. Also gehen wir nochmal nach Tredis. Da soll ja jetzt Horus auch wieder sein. Also er soll ja, also Milton hat ja gesagt, Horus ist bestimmt nach Tredis geflohen. Jetzt gucken wir mal in Tredis, ob Horus wieder da ist. Ich sag, er ist nicht da.
Aber wir werden es ja gleich sehen. Mein Tipp ist, Torus ist auf die südlichen Inseln geflohen. Weil hier ist er natürlich nicht, wer hätte es gedacht. So, also dann zum Tempel von Tredes, gucken, ob das Vieh da ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass es da nicht ist. Tatsächlich, also es soll ja so ein Riesending sein irgendwie, so Schläfergröße. Das heißt, ich gehe tatsächlich davon aus, jetzt halt doch einfach mal den Schnabel! Ich gehe mal davon aus, dass das Ding in Redok ist, aber weil da halt am meisten Platz ist. In Nemora ist ja so gut wie gar kein Platz. In Okara ist ja dieser Wassermagier, deswegen bezweifle ich, dass es da ist. Und deswegen bleibt dann nur noch Redok übrig. Da ist Platz. Also unten. Da fehlen ja auch die ganzen Häuser und so, haben wir schon mal festgestellt. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass es da ist. Und deswegen gehen wir da auch als letztes hin. Weil ich will noch wissen, ob sich hier irgendetwas verändert hat. Weil hier hat sich schon mal nichts verändert. Gut, dann gehen wir mal nach Nemora. Wer hätte es gedacht? Hier ist anscheinend auch nichts. Also, wenn ein großes Vieh sein kann, dann ist es ja hier. Und hier ist nichts. Und hier sind ja eigentlich auch diese Ork-Banditen. Dann Okara. Hier könnte es theoretisch auch sein, weil oben ist ja eigentlich genug Platz. Aber dadurch, dass der Wassermagier hier ist, gehe ich davon aus, dass es hier nicht ist. Ja, hier ist es nicht. Gehen wir nochmal zu dem Wassermagier und reden mal mit dem. Vielleicht hat der ja auch noch eine super duper wichtige Information für uns. Aber vermutlich eher nicht. Ich würde sagen, er ist ja nicht mal mehr da, aber doch, er ist noch da. Nö, Gewehre. Nein, ich will nichts mehr lernen. Altes Wissen, wir haben keine Lernpunkte. Kahn liegt auch noch hier, tot. Ja, dann bleibt nur noch Redok übrig. Wir können gerade nochmal hier uns heilen. Den einen Punkt Lebensenergie, der uns fehlt. Und dann gehen wir einfach mal nach Redok. Schauen, ob da irgendwas ist. Oder irgendjemand. Da hier sind halt die Troglodyten. Das hatte ich mir auch schon gedacht, dass hier nochmal irgendwie... Nein! Ich wollte nicht ans Feuer. Also weil hier die Troglodyten waren, habe ich mir schon mal gedacht, dass hier nochmal irgendwas passieren sollte. So, jetzt sind wir ja auf jeden Fall Schwarzmagier. Das heißt, alles, was wir an Magie ausgerüstet haben, ist auf jeden Fall... Macht doppelten Schaden, außer der Feuerball. Ist hier noch einer? Glaube nicht. Hier ist aber auch nichts. Hä? Außer ein Snapper. Du warst bestimmt die Kreatur, die da beschworen werden sollte. Also da unten liegt noch ein Troglodyt rum, aber ein Toter. Aber da ist nichts. Ich sehe nichts. Hä, ist es doch nicht hier? Das finde ich jetzt aber komisch, ehrlich gesagt. Naja, ich würde sagen, die Folge ist ja eigentlich auch so gut wie zu Ende. Wir gucken uns in der nächsten Folge mal hier unten um. Und falls es nicht hier ist, müssen wir wohl nochmal Okara und Nemora genauer unter die Lupe nehmen. Also im Tempel kann es nicht sein, weil da waren wir ja bis zum Ende. Und Nemora und also in Okara waren wir hinten nicht, aber das kann nicht da hinten sein, weil da ist ja überhaupt kein Platz mehr hinten.
Eigentlich kann es nur hier sein, aber naja, wir werden sehen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr auch morgen in der vermutlich letzten Folge wieder mit dabei sein werdet. Und bis dahin, ciao.